Hallo, du liebe Seele. Wie schön, dass du hier mit dabei bist im Rahmen des Channeling-Portals zu einem neuen Beitrag. Mein Name ist Charlotte Caroline Reimann und ich freue mich von Herzen, hier mit dir heute eine gechannelte Meditation bzw. eine gechannelte Audio-Session teilen zu dürfen. Die Aktivierung deines Seelenweges mit der Akasha-Chronik. Diese Audio-Session, die du hier gleich hören darfst, hören wirst, ist keine gewöhnliche Meditation. Es ist ein revolutionärer Ansatz, mit deiner Akasha-Chronik, deiner Seelenchronik, in Kontakt zu gehen. In dieser Seelenchronik deinen Seelenweg zu aktivieren, beziehungsweise dich vielmehr an deinen Seelenweg zu erinnern. Ich möchte dich bitten, dich selbst in den nächsten Momenten mit einer Frage zu konfrontieren. Und es könnte sein, dass die Frage bedeutend wichtiger ist als die Antwort, die du erhältst. Gestatte dir in diesem Prozess gerne keine Antwort auf Fragen, die du stellst, zu erhalten. Viel wichtiger ist, dass du die Energie hinter der Frage wirken lässt. Und die Frage, die du dir laut, leise oder innerlich stellen darfst, lautet: Kann ich mir erlauben, auf meinen wahren Seelenweg zu treten? Und diese Frage ist wie deine persönliche Intention für diese Session und knüpft an eine weitere Frage an, die da lautet: Wie fühlt es sich an, wenn ich von Dingen loslassen muss, an denen ich mich mein ganzes Leben lang unbewusst festgehalten habe, um wirklich auf meinen wahren Seelenweg zu treten? Nimm gerne einen ganz bewussten Atemzug. Lass diese Frage wirken. Und auch wenn du keine Ahnung hast, was diese Frage in dir hervorruft, auch wenn du keine Ahnung hast, was die Antwort in dir sein könnte, lass dich gerne weiterhin auf diese Session ein. Lass dich darauf ein, dass du nichts wissen musst. Außer vielleicht, dass du in die Aspekte trägst, von denen du nichts wissen kannst. Unbekannte Talente schlummern in dir. Da ist ein Feuer an Möglichkeiten in dir, von dem du keine Ahnung hast. All das wieder an die Oberfläche gleiten zu lassen, eröffnet dir die Möglichkeit, zurück auf deinen wahren Seelenweg zu treten.